Dies ist Democracy Now, der War and Peace Report. Ich bin Amy Goodman. Und ich bin Juan Gonzalez. Ein herzliches Willkommen an die Zuschauer aus aller Welt. Occupy Wall Street Demonstranten zelten wieder in Manhattan, jetzt auf der anderen Straßenseite gegenüber der Börse. In den vergangenen 4 Nächten haben Dutzende von Aktivisten dort gezeltet, während sie sich gleichzeitig auf eine große Aktion am Maifeiertag vorbereiten. Dies ist das erste Mal, dass die Wall Street Aktivisten ein Camp im Finanzcenter von New York aufstellen, seit die Polizei vor 5 Monaten den Zuccotti Park räumte. Democracy Now! Sprach mit einigen der Aktivisten. Mein Name ist George Machado. Dies hier ist die Wall Street. Hier kommt es her. Hier ist das Herz all der wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten in der Welt. Wir widersetzen uns dem. Und wir werden diesen Raum auch dazu nutzen, um etwas nach außen zu zeigen für all die Menschen, die hier vorbeikommen, um zu versuchen, ins Gespräch zu kommen und nicht nur konfrontativ und agitativ zu wirken. Trying to enter in conversation and not just be confrontational and agitating. So my name is Jose Martin. Mein Name ist Jose Martin. Jetzt sind wir endlich wieder draußen, indem wir ein Gesetz anführen und verteidigen, das im Jahr 2000 per Gerichtsbeschluss verabschiedet wurde. Wir bleiben nachts auf dem Gehweg direkt gegenüber der New Yorker Börse, einem der wichtigsten Finanzinstitute in diesem Land, um wirklich zu demonstrieren und zu zeigen, dass die Banker profitieren von den Schulden der Studenten, von den Arbeitnehmern, vom Hungertod von 20 Millionen Menschen jedes Jahr, von der Obdachlosigkeit von mehr als 10.000 Menschen allein in dieser Stadt und von der Ausbeutung der Arbeitnehmer auf der ganzen Welt.